Hallo zusammen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Runde mit meinem Schurken. So, wir haben ja letztes Mal hier aufgehört. Hier war ja die Begleitquest. Da sind wir ja einfach weggelaufen. So. Ich nehme dich einfach mal mit. Falls uns keine Gruppe. Ah, ein harter Kampf. Ja, machen wir schon. So. Ich laufe da mal mit dich. Der scheint nicht gerade der schnellste zu sein. Oh Junge. Lauf doch schneller. Lauf doch schneller. Endlich mal. Wo will der hin? Bleib nahe bei mir. Bleib ich. Ich meine, so viele Fähigkeiten zu kämpfen hat er. Habe ich ja noch nicht. Die Viola haben wir. Na, 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 na. Na komm. Wo will er hin? Da will er hin. Na, hier waren wir ja auch mit dem Druiden in der Ecke schon. Ich laufe einfach mal mit. So. Kann ich die eigentlich stunnen? Kann ich die beklauen? Ja, kann ich. Ja. Kann man machen, dauert aber ewig. Also laufe ich ja meistens eher so auf die zu. Na, trigger ich die schon von da hinten? Warum bin ich so klein oder warum trigger ich die? Ich glaube, wenn wir da hinten an den Großen sind, da sollte ich dann vielleicht, die wir da bekämpfen wollen. Da sollte ich dann vielleicht vorher im Stuff mal rumlaufen. Ich weiß gar nicht, wo müssen wir hin? Da müssen wir, glaube ich, hin, ne? Da. Wo ist er? Da ist er. Erstmal die Tasche leer machen. So, greift er die an? Ich meine, wir müssen die zwar töten noch für... für die Quest. Na komm. Gott, bist du lahmarschig. Dafür läuft ja jetzt die Wand, die ich niemals hochkommen würde, so hoch. Ja, dann schauen wir doch mal. Was macht er denn hier Schönes? Wahrscheinlich die. Das ist das Kohle. Löscht sie. Forscher ist die Beste, die von niemanden. Jetzt muss ich das Ding auch noch löschen, ja? Die kommen alle. So. Deswegen Gruppenquest. Ah, ja. Du hast nicht genug Wut. Du hast nicht genug Wut. Können wir uns einen Moment lang ausruhen, aber ich werde nicht aufgeben, bis wir Forscher gegenübertreten. Da kommen die nächsten. Ja, wenn die schon im Kampf sind, ne? Das war erstmal ausgenockt. Und über den hier. Oh, mit dem Wut, ne? Wenn man kleiner ist. Muss auch nicht viel leben, oder?
falsche Waffen angelegt? Nö, eigentlich nicht. Dass die große Bestie näher kommt. Das spürst du also, ja? Aber wir haben noch Trollblut-Elixier. Ui, da ist er doch. Da liegt sie. Und Kirschner tun wir sie auch noch. Jawohl. Und nü? Meine tiefe Anerkennung. Ich danke euch. Noch eine Weile in diesem Bereich patrouillieren, damit wir... Kehrt bitte zurück und meldet euch bei dem Blabla. Na gut, werden wir tun. Aber ich muss ja auch am Strand noch was erledigen. Ne? Ich muss ja hier noch ein paar Ladies. Zack. Oh Gott. Wir brauchen noch 4. Gucken wir mal, habt ihr noch was? Hast du noch was Schönes in der Tasche? Nope. Hat da nicht. Warum nicht? So, jetzt erst. Zack. Na, ah, der braucht ein bisschen mehr. Komm her. Das ist der Rahmob, ne? Das ist der Rahmob. Da kümmern wir uns gleich drum. Hui. Ja, so kann man das mal machen, ne? Sollten wir uns vielleicht auch mal um den kümmern? Oh, ein Korallenstück. Wow. Ja, jetzt hat sie mich gesehen. Ich dachte, sie braucht noch einen Moment, bis sie hier ist. Du dumme Tuse, ey. Manu. Ey, komm, komm, da. /27, jawoll. Haben wir alles oder brauche ich noch? Ich glaube, hier haben wir alles fertig. Mal eben gucken, was ist das? Saphir von Akumal. Das ist die Grotte, ne? Sollen wir nochmal hinreiten, schleichen? Dass wir die Quest mal fertig machen. Wir können ja unterwegs noch dem einen oder anderen hier Taschen leer machen. Müssen die ja nicht alle umklatschen. Aber so können wir wenigstens die Quest mal auch fertig machen. Lady, bleib stehen. Also viel haben die nicht in der Tasche, wa? Ich hoffe ja immer noch, dass ich die Trollwürfel mal rausziehe. Muss ich mich mal schlau machen. Oder wenn jemand das weiß, Alex oder so, unsere Schurken hier, Travis, wo kann ich denn am besten die Trollwürfel klauen? Gebe ich immer noch nicht. So. Jetzt weiß ich nicht, musste ich in den Dungeon... Oh, das geht noch weiter. Der Dungeon ist ja erst da hinten. So, zack. Nix drin. Also ein bisschen Kohle, ne? Die kannst du ja im PvP auch den Leuten aus der Tasche klauen. Aschran ist schön. In Aschran kannst du den Leuten die Relikte aus der Tasche klauen. Siehst du immer, wenn dann irgendwo unterwegs dann an irgendeiner Biegung der ein Hodler steht. Hat geklaut, hat geklaut, hat geklaut, hat geklaut. So. Mal kurz gucken, wie heißt die Quest hier? Die Essenz von Akumal. Ich vermute aber ganz stark, dass es eine Dungeon-Quest ist. Nee.
Nein. Nein, ist es nicht. Ist es denn der Tunnel des Sch... Okay, ich muss da unten rein. Aber... Ui. Aber nicht in den Dungeon. Wo ist denn jetzt der Eingang? Da. Aber nicht in den Dungeon. Das ist ja auch hier so ein langer Weg gewesen. Ach, die Dinger sollen wir sammeln. Da, guck mal. Dich habe ich getriggert, ja? Komm her. Feuchte Notiz. Einzigartig. Ja. Was machen wir damit? Nix. Geht's hier noch weiter? Nee. Na gut. Dann schleichen wir uns mal weiter hier durch. Dieser Sound, ne? Einmal. Zweimal. Und gleich wieder. Da ist noch einer. Achso, hier ist nur ein Wässerchen, ne? Da ist, glaube ich, nichts da drin. Nee. Mussten, glaube ich, hier weiter. Genau, hier ist ja nur dieses Wasser. Das wollte ich klauen, indem ich auf sie draufschlage. Nee, das wäre nichts geworden. Da ist einer. Aber da ist auch einer im Wasser. Ach, wir haben die fertig. Ja, dann können wir uns ja wieder rausschleichen. Hab ich schon beklaut. Hab ich schon beklaut. Einigen war ich mir nicht sicher. Ja, und einfach wieder raus hier. Guten Tag. Ach so, die sieht mich ja nicht. Ach, wir brauchen gar nicht mehr hier runtertauchen. Die Treppe geht ja direkt hier runter. Das war früher, glaube ich, auch nicht, ne? Früher musstest du hier runterspringen und runtertauchen, glaube ich. Oder täusche ich mich da jetzt? Das könnt ihr mir mal schreiben. Ich meine, man ist früher hier runtergetaucht. Und die Mage hat mich ja gerade nicht gesehen. Die hat nur die Kopfnuss gesehen. Schon witzig. So. Ich weiß ja nicht, wie ihre Quest heißt. Habe ich dich schon? Ja, dich habe ich schon. Einfach mal durch die Gegend schleichen. War ja auch schon. Zack. Was da steht als Spieler? Nö. Da steht. Was habe ich eigentlich als Berufe? Lederverarbeitung, Kirschnerei. Vielleicht mal ein bisschen mehr Tiere kloppen. Wäre auch mal eine Idee. Ja. Wobei wir werden noch so einige Sammelquests haben. Ich glaube, das können wir uns, dieses Farmen wie früher, das kann man sich, glaube ich, sparen. Das können wir uns, glaube ich, sparen. Zack, habe ich schon.
Dich glaube ich glaube ich auch schon. Nee, dich. Oh, geringer Heiltrank. Ja, man hat ja früher halt, ne? Also mit meinem ersten Schurken, du hast halt die ganzen Gifte und weiß der Geier hast aus den Leuten rausgeklaut. Das war mal ganz praktisch, da brauchtest du die nicht kaufen. Ich musste ja damals, wo, da war sie ja auch noch Nachtelf. Da musste ich die Dinger noch alle kaufen. Und hast dann genau überlegt, welches Gift hast du wann benutzt und. Ist ja heute alles nicht mehr. Vielleicht kommt es ja mal wieder. Das wäre schön. Da kannst du wenigstens mal wieder selber entscheiden, wann, was, wie du benutzt, ne? Das sind alles so Entscheidungen, die sie uns mit der Zeit abgenommen haben. So, wir sind zurück. Wie lange brauchen wir noch mal schnell reiten? Oh, ein bisschen. Oh, ein ganzes bisschen. Ganzes vieles bisschen. Noch 13 Level. Jawohl, Dankeschön. Die sieht aus wie ich. Tötet 6 Gezeitenpriesterinnen der tiefschwarzen. Oh, nö. Ernsthaft? Jetzt muss ich da wieder rein? Oh, verarsch mich nicht, oder? Die verarscht mich doch. So. Wir werden wahrscheinlich die eine Quest abgeben müssen. Und dann mit dem Kristallen und mit der Quest da rein. Na gut. Bevor wir jetzt aber weitermachen, würde ich sagen, machen wir jetzt einmal Cut. Und wir gehen in der nächsten Folge nochmal zurück in die Grotte. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zusehen. Warum habe ich denn hier. Ach so, ich bin ja einmal hier rüber gewandert. Stimmt ja. Noch weil es Lied. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zusehen. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dahin. Bye, bye.